Wir sprechen mit Geschäftsführer Dr. Michael Welling, nachdem es gestern im Stadtrat der Stadt Osnabrück eine wegweisende Entscheidung gab für den VfL Osnabrück und seine Trainingsbedingungen. Michael, die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung, kannst du die vielleicht in kurzen Sätzen einmal zusammenfassen für all die Zuschauer von VfL TV, die nicht ganz so tief im Bilde sind wie du? Das kann ich versuchen, obwohl die Vorlage natürlich sehr, sehr lang ist. Im Prinzip geht es darum, dass wir als VfL eine Perspektive eröffnet bekommen, was unsere zukünftige Trainings- und Ausbildungsinfrastruktur betrifft. Sowohl mit einer Verbesserung an der Illushöhe, als auch eben mit einem neuen Standort, den wir eben jetzt entwickeln können, nämlich den Schinkelberg. Es geht darum, dass wir am Schinkelberg zukünftig 2,5 Rasenplätze realisieren können mit eben entsprechenden Zusatzflächen, wo wir den Trainingsbetrieb unserer Lizenzspielermannschaft realisieren, wo zudem aber auch Trainingszeiten von oder 50% der Trainingszeiten auch aus unserem Nachwuchsleistungszentrum belegt werden werden. Zudem wird es an der Illushöhe eine Weiterentwicklung eben der Illushöhe selbst geben durch den notwendigen Wegzug der Lizenzspielermannschaft zum Schinkelberg werden Kapazitäten frei, die von unserem NLZ an der Illushöhe genutzt werden können. Und dadurch werden wir in die Lage versetzt, dass wir quantitativ, aber eben auch qualitativ bessere Trainings- und Ausbildungsbedingungen sowohl für den Nachwuchs als auch die Profis haben. Und wenn wir auf den Ratsbeschluss gucken, ist wichtig in dem Kontext, gerade am Schinkelberg gibt es ja auch bisherige Nutzer. Das ist zum einen die Gesamtschule Schinkel und das ist zum anderen die Grundschule Diesterbeek. Und es ist tatsächlich zudem noch der Verein Türkgücü und der Verein Bosna, also Breitensport und Schulsport. Und auch für Breitensport und Schulsport werden eben Lösungen entwickelt. Für den Schulsport ist vorgesehen, die Sportanlage am Gretischer Weg, wo aktuell Blau-Weiß Schinkel spielt, weiterzuentwickeln. Dort auch einen Kunstrasenplatz zu machen mit einer Tartanlaufbahn um diesen herum, wo dann der Schulsport stattfinden kann, wo dann auch die Gesamtschule Schinkel entsprechende Infrastrukturbedingungen bekommt, wo jetzt auch einige Schüler schon Sportabitur machen, auf einer Aschebahn, demnächst dann eben auch auf einer besseren Anlage. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation. Das wurde gestern im Rat ja auch sehr, sehr häufig betont. Ja, um es nochmal klar zu sagen, also es ist jetzt keine, aber nicht nur eine Entscheidung für den VfL Osnabrück, sondern auch für den Breiten- und Schulsport im Stadtteil Schinkel in Gänze. Genau, das, was dem Schinkelberg passiert, ist für den Stadtteil Schinkel in Gänze eine Fortentwicklung, weil wir eben auch die Entwicklung für den Schulsport der Gesamtschule Schinkel haben. Wir müssen aber auch betonen, dass es natürlich auch das, was an der Illushöhe passiert, nicht nur dem VfL zugutekommt, sondern eben hier die Quantität, die Qualität eben auch Breitensportvereinen der Öffentlichkeit zugutekommt. Auch die Tartanbahn am Platz 1 an der Illushöhe wird jetzt in dem Zuge modernisiert und ich glaube, die Leichtathleten warten da schon sehr lange drauf und sind genauso froh wie wir, dass es jetzt passiert. Es war kein Selbstläufer, die Entscheidung im Stadtrat. Ihr habt in den letzten Wochen und Monaten sehr viele Gespräche geführt. Wie groß war die Erleichterung gestern, um einmal ins Seelenleben zu schauen? Ja, die Erleichterung war groß. Die Erleichterung war deswegen groß, weil das, was gestern entschieden wurde, ja auch ein Ergebnis von viel Arbeit der letzten Wochen und Monate war, vielen Gesprächen, die wir geführt haben, gemeinsam mit der Verwaltung, aber auch mit vielen entsprechenden Politikern, mit den Fraktionen im Rat der Stadt, aber auch mit anderen Akteuren, die hier beteiligt sind. Deswegen war die Erleichterung sehr groß. Und wenn ich noch weiter zurückblicken darf, jetzt bin ich selbst ja noch nicht so lange da, dann ist das Thema Entwicklung einer Trainings- und Ausbildungsinfrastruktur ja beim VfL fast eine never-ending Story, die jetzt vielleicht dann tatsächlich ihr Ende erreicht. Es wurde immer gesagt, vor 20 Jahren wurde schon darauf hingewiesen, dass die Infrastrukturbedingungen nicht ausreichend sind. Es wurden viele Diskussionen geführt, viele Lösungen erörtert. Am Schluss die Überlegungen eben mit KME, Gartlage und alle sind nicht verwirklicht worden. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Meilenstein für den VfL. Aber wie gesagt, glücklicherweise nicht nur für den VfL, sondern für den Breiten- und Schulsport und somit für die Stadt und die Region Osnabrück insgesamt. Das ist ja ein kurz- und mittelfristiger Plan, so will ich es mal nennen, bis dann das Zielbild fertiggestellt ist. Was sind denn die konkreten ersten Schritte? Du hast ja gestern auch gesagt, so, jetzt geht die Arbeit richtig los. Was sind denn jetzt die konkreten ersten Schritte in Bezug auf den Schinkelberg, aber auch die Illushöhe?
Es ist tatsächlich so, wir haben heute Morgen schon wieder ein Gespräch gehabt hier mit der OBG. Die OBG wird eben jetzt ja auch Eigentümer dann des Schinkelberges werden und wir werden eben den Schinkelberg entwickeln. Wir sind gerade dabei, eben die letzten notwendigen Planungsschritte für den Schinkelberg zu finalisieren, wo auch Formalisierungen notwendig sind. Deswegen ist der erste Abschnitt und der erste Bauabschnitt, der jetzt tatsächlich passiert, ist, dass wir am Schinkelberg einen ersten Platz entwickeln. Wer sich auskennt, das ist der aktuelle Tennenplatz quasi oben. Dieser Tennenplatz wird umgewandelt in einen Rasenplatz mit Rasenheizung, den wir dann eben jetzt schon, wenn alles gut geht, und davon gehen wir aus, im Winter als Trainingsplatz für unsere Lizenzspielermannschaft nutzen können. Und parallel soll auch in einem ersten Bauabschnitt, in einem ersten Entwicklungsschritt an der Illushöhe eben der eben angesprochene Platz 1, das ist der mit der Tatanbahn an der Illushöhe und auch der mit der Tribüne entwickelt werden, sodass wir, wenn alles gut geht, schon im Winter zwei zusätzliche Plätze nutzen können mit tatsächlich auch FIFA-Maßen. Das ist aktuell ja nicht der Fall. Es gibt ja auch die Wollitz-Ecke, wie ich da immer wieder gelernt habe, um da überhaupt Eckentraining machen zu können an der Illushöhe. Aber dann werden es eben zwei Plätze konkret, die jetzt im ersten Entwicklungsschritt umgesetzt werden. Danach und parallel natürlich gilt es, und das ist gestern auch nochmal deutlich geworden, und ich glaube, das ist auch berechtigterweise angesprochen worden, es gilt halt jetzt natürlich auch noch weiter, die angedachten Lösungen für Schul- und Breitensport zu konkretisieren. Für den Schulsport heißt das, dass eben die Pläne, die es gibt, mit der Entwicklung der Anlage von Blau-Weiß-Schinkel weiter konkretisiert werden müssen. Eben auch der Pachtvertrag mit dem Eigentümer der Anlage jetzt konkretisiert werden müssen, damit dann auch die Schulen eine zeitliche Perspektive haben. Da hoffen wir, dass das passiert. Und es gilt für die Diesterweg-Schule natürlich auch, die entsprechenden infrastrukturellen Bedingungen zu schaffen. Da ist geplant, dass das auf dem Gelände der Diesterweg-Schule passiert, eine entsprechend angepasste Sportmöglichkeit für die Grundschüler, dass die noch nicht mal mehr Transferzeit haben, was uns auch freut. Das ist der zweite Schritt, dass das jetzt eben passiert. Und gerade mit Blick auf Türkgücü und mit Bosna wird es natürlich weitere Gespräche geben, auf welcher Anlage, die in der Stadt schon existiert, die zukünftig dann trainieren können, ihre sportliche Heimat finden können. Also Ziel ist und so dann auch die Wahrscheinlichkeit, soweit man das sagen kann, dass zur nächsten Schlechtwetterperiode oder Winterperiode mindestens die Profimannschaft des VfL Osnabrück auf einem einigermaßen adäquaten Platz trainiert. Um das ganze Projekt mal auf die zeitliche Schiene zu setzen, du hast vorhin von Never Ending Story gesprochen. Wann kannst du denn prognostizieren, wann das Projekt wirklich auch abgeschlossen oder vorerst abgeschlossen sein wird? Ja, das zu prognostizieren ist momentan noch schwierig. Was ich prognostizieren kann, ist, dass wir sehr intensiv daran arbeiten und jetzt nicht nur mit Blick auf die Fragen, die den VfL betreffen, sondern eben auch die Fragen, was Schulsport und Breitensport betrifft, weil wir in unseren Entwicklungsschritten natürlich auch davon abhängig sind. Ob das in einem Jahr oder in zwei Jahren passiert, das kann ich nicht sagen. Da sind jetzt viele Akteure noch mit am Zug. Wir werden mit am Tisch sitzen. Wir werden unsere Unterstützung da geben. Dass es jetzt im Winter schon passiert und wir im Winter schon bessere Bedingungen haben, das ist wirklich ganz, ganz zentral, denn auch da waren sich gestern wirklich alle Parteien mit einer Ausnahme einig, dass die Bedingungen in der Illushöhe einfach nicht adäquat sind. Die sind weder adäquat für unseren Lizenzspielerbereich, noch sind die adäquat für unser Nachwuchsleistungszentrum. Und da sind sich alle einig, deswegen war es ein längst überfälliger Schritt, diese Entscheidung jetzt zu fällen. Da waren sich alle einig, die sich mit dem Thema auch beschäftigt haben. Anderslautende Meinungen sind zumindest sehr exklusiv, wenn man das so sagen kann. Für den sportlichen Bereich, du hast die Wichtigkeit angesprochen, dieser Entscheidung und auch die verbesserten Trainingsbedingungen. Gab es da schon Austauschreaktionen? Trainer Daniel Scherning, Sportdirektor Armin Chapuzadeh? Ja, also wir sind da natürlich auch in der Entwicklungsphase des Ganzen immer in enger Abstimmung hier mit Amir, mit Julius und dann auch mit dem Trainerteam gewesen. Wir haben eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und ehrlicherweise haben wir auch da aus der Ratsentscheidung so ein bisschen getickert. Dass ich auch mal tickern durfte, ist da ganz schön. Wir haben sofort informiert und ich glaube, die Vorfreude ist groß. Aber auch da sind sich alle im Klaren darüber, dass wir jetzt eben arbeiten müssen. Aber auch heute noch mal mit Amir gesprochen, er ist sich ganz, ganz sicher, dass uns das auch hilft in den Gesprächen mit Spielern, mit anderen Menschen, die wir eben für den Verein begeistern wollen, dass wir denen jetzt eben auch eine Perspektive aufzeigen können, dass eben hier die Bedingungen jetzt zumindest
wettbewerbsfähig werden und nicht mehr der Wettbewerbsnachteil da ist. Das wird uns bei der Ansprache von Spielern sicherlich helfen. Vielleicht jetzt einmal kurz das Thema wechseln, aber du hast Armia angesprochen. Gemeinsam mit ihm begrüßt du eine Entscheidung sehr, die kurzfristig getroffen wurde oder vor kurzem getroffen wurde, nämlich die Bestellung eines sogenannten Ausschusses Sport durch den Beirat. Vielleicht kannst du dazu auf der Tonspur noch mal ein bisschen erklären, was ist das eigentlich für ein Gremium, wie setzt er sich zusammen? Ja, man muss einmal formal noch mal betonen, wir haben einen Beirat der KGaA, der sich zusammensetzt aus drei Vertretern des Präsidiums. Das ist der Präsident Holger Elixmann, das ist Nikolaus Hahnenkamp, der Vizepräsident, und Michael Wernemann, der Vizepräsident. Und zwei Vertretern, die bei uns auf der Mitgliederversammlung des EVs gewählt wurden, hier Manfred Hülsmann und Alexander Stuckenberg. Und dieses Gremium Beirat ist quasi das Aufsichtsgremium für das operative Geschäft, was wir hier in der sogenannten KGaA tagtäglich machen. Wenn man so will, sind das wiederum meine Chefs, wenn wir das so formulieren wollen. Und das ist das Aufsichtsgremium, mit denen sind wir im Austausch und mit denen stimmen wir natürlich unsere insbesondere strategischen Pläne, aber auch Wirtschaftspläne ab. Und dieses Gremium des Beirates hat die Möglichkeit, Ausschüsse zu bilden. Ausschüsse zu bilden aus der Beiratsarbeit heraus, wo man sachbezogen, themenbezogen, vielleicht auch weitere Menschen mit in die Entscheidungsfindung, aber auch in die Beratung mit einnimmt. Und deswegen ist jetzt hier immer auch schon mal diskutiert worden, dass wir einen Ausschuss für Infrastruktur gründen. Den haben wir aber noch nicht formal gegründet. Hier geht es jetzt aber um einen Ausschuss Sport, wo es darum geht, dass wir in einem sehr kleinen, engen Gremium mit dem Präsidenten, hier auch Beiratsvorsitzenden Holger Elixmann, mit dem stellvertretenden Beiratsvorsitzenden Manfred Hülsmann und mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Tobias Eismann eben zusammenkommen und hier Lothar ganz einbinden wollen, um dann Fragen, die insbesondere die strategische Entwicklung des Sports betreffen, dann in einem kleinen Gremium auch mal diskutieren zu können, uns da auszutauschen, eben auch mal uns spiegeln zu können bei solchen ganz, ganz wichtigen Fragen. Es geht nicht um das operative Tagesgeschäft, es geht nicht darum, ob wir jetzt einen Linksverteidiger A oder einen Rechtsaußen B verpflichten, sondern es geht wirklich um grundlegende sportliche Richtungsentscheidungen. Und dafür ist dieses Gremium gut. Und wir freuen uns, dass wir mit Lothar hier jemanden gefunden haben, der eben eine andere Perspektive auf die Fragen hat, der über die vielen Jahre, die er in der Funktion war, weiß, welche Aspekte zu berücksichtigen sind und so in diese Diskussion sicherlich auch mal eine andere Perspektive einbringen kann, die vielleicht die anderen, die in dem Gremium sitzen, die vor allem aus der Wirtschaft kommen, dann so nicht haben. Und dann wird in einem gemeinsamen Austausch sicherlich es dazu führen, dass wir bessere Entscheidungen fällen, als wir die vielleicht ohne diesen Austausch haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wir tauschen uns auch so sehr intensiv aus. Und auch hier weiß ich, dass Amir sich regelmäßig auch mit Lothar austauscht, wenn es bestimmte Aspekte mal gibt, wo einfach mal zusätzlich eine Perspektive einholt. Und das wird auch so weiterhin informell passieren. Aber wir haben halt hier zusätzlich nochmal ein formelles Gremium geschaffen, wo Lothar uns dann unterstützt. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, dass Lothar uns unterstützt. Lothar ist mit dem VfL unfassbar verbunden. Es ist derjenige, der den Verein über viele Jahre geführt hat. Und deswegen hilft es sicherlich auch mal, da auf diejenigen zu hören, die andere Perspektiven einbringen können, ohne dass wir tatsächlich unsere Zielsetzung, unsere Philosophie an der Stelle dann über den Haufen werfen werden. Muss man vielleicht formal noch dazu sagen, dass Holger Elixmann als Beiratsvorsitzender und Manfred Hülsmann als stellvertretender Beiratsvorsitzender stimmberechtigt sind in diesem Gremium und alle anderen, du, Tobias Eismann, Lothar Ganz, eben entsprechend ohne Stimme an diesem Ausschuss teilnehmen werden. Letzte Frage dazu. Perspektivisch eine Erweiterung dieses Gremiums möglich, denkbar? Gibt es noch weitere Personen im Kreis, die potenzielle Kandidaten für diesen Ausschuss sind? Ja, wir haben über sowas nachgedacht. Wir haben sicherlich gesagt, das ist jetzt nicht abgeschlossen, sondern wir können immer auch schauen, gibt es weitere Personen, die wir hier einholen können, die wir mit dazu holen können. Die Schwierigkeit ist natürlich an der Stelle, dass wir hier Menschen gewinnen müssen, die eben nicht mehr im tagtäglichen Leben sind. Das heißt, die nicht bei uns aktuell arbeiten oder
in anderen Vereinen arbeiten. Ich habe gehört, dass einige die Frage gestellt haben, warum beispielsweise ein Alexander Ukro nicht in dem Gremium ist. Dazu muss man sagen, Alex leitet bei uns das NLZ, ist eben bei uns ganz normal angestellt. Deswegen kann er nicht in einem beratenden Gremium arbeiten. Genauso undenkbar wäre es, auch wenn es vielleicht ab und zu mal schön wäre, beispielsweise an Daniel Thune mal zu befragen und mal zu hören. Formal geht das sicherlich nicht, trotzdem haben wir einen guten Austausch. Andere werden wir diskutieren, werden wir schauen. Gleichzeitig haben wir aber auch bei der Einrichtung dieses Gremiums gesagt, wenn wir die nächsten 4 Jahre nie tagen, ist das ein gutes Zeichen, dann haben wir gar nicht diese Themen, die wir da diskutieren müssten. Möglicherweise auch Krisendiskussionen, die wir führen müssen. Deswegen ist unser Wunsch am liebsten, wir treffen uns, trinken ein Bier und freuen uns. Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass wir Themen erörtern, dann werden wir das tun. Und vielleicht werden wir den einen oder anderen noch dazu holen. Das wird sicherlich dann auch der Beirat, der formal dieses Gremium ja einberuft, dann auch diskutieren. Okay, fass mal zusammen, nicht zu hoch hängen, dennoch ein weiterer Schritt in die Professionalisierung. Michael, vielen Dank für die Ausführungen zum Ausschuss Sport, was wir noch reingenommen haben als Thema, und natürlich auch zum gesamten Kontext Trainingszentrum, wo wir jetzt einen wichtigen Schritt gehen konnten und die nächsten Schritte folgen werden. Vielen Dank. Danke euch.